Eine Session vom Buchcamp in diesem Jahr hat sich mit der Frage befasst, welche Mitglieder braucht der Börsenverein, welchen Börsenverein brauchen die Mitglieder. Der Börsenverein arbeitet zurzeit daran, genau zu prüfen, ob man sich neuen Mitgliedsgruppen öffnen sollte. Das heißt, dass nicht nur Verlage zwischen Buchhändler und Sortimenter Mitglied sein können und bisher in der korrespondierenden Mitgliedschaft auch Dienstleister, sondern sicher noch mehr Teilnehmer aus der Branche sich im Verband in unserem Verband organisieren können. Wir haben in einer kleinen Gruppe sehr schön diskutiert, welche Motivation es für Gruppen wie zum Beispiel Autoren oder andere geben könnte, Mitglied zu sein, mit welchem Konfliktpotenzial das sicher aber auch verbunden ist, welche Chancen bestehen. Wir haben damit einen Prozess des Denkens angestoßen, der schon von Herrn Ulmer auf dem Branchenparlament angeregt worden ist und haben jetzt hier ein paar gute Impulse aus der Teilnehmerschaft des Buchcamps bekommen. Dafür möchte ich mich bedanken und freue mich immer auf weitere Anregungen.